Dem deutschen Mittelstand geht es grundsätzlich gut, wenngleich die Stimmung sich ein bisschen eingetrübt hat im Vergleich zu unserer Herbstumfrage. Also die Geschäftslage wird etwas schwächer beurteilt, als es seinerzeit der Fall war, was auch an einem stagnierenden Investitionsniveau und einer zurückhaltenderen Auslandsexpansion abzulesen ist. Andererseits ist ein Optimismus zu sehen. Die Geschäftserwartungen werden nämlich besser beurteilt als noch im Herbst letzten Jahres und das gründet sich auf ein ganz solides Fundament. Die Unternehmen haben ihre Eigenkapitalquoten deutlich nach oben gefahren, Gewinne thesauriert und sind somit in einer sehr soliden Verfassung, um die weiteren Herausforderungen zu stemmen. Ein Thema ist ganz dominant, das ist das Thema Fachkräftemangel. Fast alle, nämlich 96% der befragten Mittelständler, haben das als drängendstes Problem angegeben. Wir haben das zum Anlass genommen, auch erstmals zu fragen, ob denn der knappe Immobilienmarkt, der teure Wohnungsmarkt, gerade in Ballungszentren, das Problem weiter verschärft. Auch das haben knapp ein Viertel der Befragten bejaht. Auf den Plätzen folgen dann die Punkte Bürokratie und Löhne und Gehälter, denn es ist natürlich notwendig, höhere Löhne und Gehälter zu bezahlen, auch um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Zwei Stichworte, China und Brexit. Fangen wir mit China an. Etwa die Hälfte der Befragten hat Feedback gegeben, dass die Konkurrenz aus China hier in Europa immer spürbarer wird. Und sogar zwei Drittel aller Befragten haben die Sorge, dass mit dem Brexit es zu Handelshemmnissen kommt, zu Zöllen kommt oder ganz generell die Nachfrage abnehmen könnte.